Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. So, da geht's doch schon wieder los mit unserer 5 Euro Überraschungsshow. Es ist gut und richtig, dass Sie eingeschaltet haben, denn das ist eine Schnäppchenjagd vom Allerfeinsten. Extra für Sie haben wir jeden einzelnen Artikel in den kommenden knapp 30 Minuten auf gerade mal 5 Euro herunter reduziert. Und Sie dürfen sogar gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes. Sie sitzen wir beide völlig ahnungslos hier vor Ihnen, denn wir haben keine Ahnung, was wir Ihnen zeigen werden. Aber zwei sehr, sehr hübsche Damen wissen das ganz genau, was kommt. Und die holen wir jetzt gerne mal dazu. Das sind die beiden, die Sie da gerade groß im Bild sehen. Guten Abend. Hallo. Dankeschön, Diana. Dankeschön. So, und wir haben, das ist wieder ganz interessant. Einen Zahnputzbecherhalter mit Saugnapfhalterung. Das Saugnapfhalterung ist das Wichtige, weil um sowas im Bad aufzuhängen, muss ich jetzt eben keine Bohrung vornehmen, was ja in Fliesen immer besonders schwierig ist. Ihr hattet das Thema eben? Ja, Diana und ich haben uns vorhin über das Zähneputzen unterhalten, tatsächlich. Okay, okay. Ja, das Doofe ist ja immer, ich sag mal, so Zahnputzbecher, glaube ich, hat jeder zu Hause. Bei mir steht der, ehrlich gesagt, relativ schnörkellos auf dem entsprechenden Waschbecken. Ja. Nimmt mir aber dann doch sehr viel Platz weg. Also ja, und vor allem auch, wenn du putzen willst, wenn du abräumst, das steht ja immer im Weg. Steht immer im Weg. Also das ist mit Sicherheit eine bessere Lösung. Ich bin bis jetzt immer davon abgewichen, mir hier irgendwo so eine Halterung oder sowas dran zu machen, weil ich keine Lust hatte, in die Fliesen reinzubohren. Weil die sind so ein bisschen blöd gesetzt. Da müsste ich also irgendwie gucken, was da Sache ist. Ich komme da in keine Fuge rein, um da das entsprechende Höhenverhältnis zu halten. So etwas hier macht natürlich dann definitiv etwas mehr Sinn. Denn hier ist eine ganz einfache Saugnapfhalterung dran. Das heißt, die wird geöffnet, zack, dann setzen Sie es dran und machen das Ganze wieder zu und schon hält das. Und so wie sich das anfühlt hier, ist das eine richtig gute Qualität, oder? Das ist Edelstahl und der Saugnapf hält, also hat eine Tragkraft von bis zu 5 Kilo. Aber hier finde ich noch eine ganz interessante Zuschrift von Rainer aus Meisen. Er schreibt uns, die Becher wurden bereits im Wohnmobilbad angebracht und sie entsprechend voll meinen Erwartungen. Das ist natürlich auch interessant, im Wohnmobil, im Bad. Da darfst du ja auf gar keinen Fall irgendwas festbohren, weil das sind ja nur so dünne Männchen. Da würde ich auch aufs Bohren verzichten wollen, ja. Aber gehen wir mal auch wieder raus in die normale Welt. Ja, ich glaube, keiner bohrt gern in Fliesen oder halt in die Fugen. Nee. Und meistens ist es ja wie bei dir, die Fugen passen gar nicht in die Höhe, wo man es machen will. Und da ist es eigentlich egal, ja, wo man es hinmacht. Und vor allem, man kann es auch wieder rückstandslos entfernen. Ja, macht ganz einfach Sinn. Beispielsweise auch mal in der Dusche. Mitunter hast du auch da nicht unbedingt den Platz, mal so ein Duschgel oder irgendwie sowas mal irgendwo vernünftig hinzustellen. Und da macht es natürlich hier auch Sinn. Auch da musst du nicht großartig bohren. Das macht also keine Fliese kaputt, keine Fuge kaputt und gar nichts. Auch da kann man es ganz einfach mal dran pappen. Die beiden Becher sind dabei. Kunststoffbecher, dementsprechend also auch Lebensmittel echt, gerade für eine Zahnbürste und alles, was mit Hygiene zu tun hat, natürlich super geeignet. Und dadurch, dass wir hier von Edelstahlqualität sprechen dürfen, muss man sich auch keine Gedanken machen, dass es vielleicht rosten könnte oder sonst irgendwas. Also das ist definitiv speziell für den Nassbereich bestens geeignet. Eine sehr schöne Variante, vielleicht immer für einen Zwei-Personen-Haushalt. Da hat so jeder so seine Ecke, jeder hat so seine Lieblingszahncreme und so weiter, oder? Ja. Hast du eine Handzahnbürste oder eine elektronische? Weil da haben wir vorhin drüber geredet, was besser ist. Vielleicht. Ich nutze eine ganz ordinäre Handzahnbürste. Ah ja, wir auch noch. Ja. Also ich finde auch die elektrische oder auch mal eine Schallzahnbürste mal gut. Ja, ja. Habe ich auch. Aber ehrlich gesagt, im klassischen Alltag nutze ich eine stinknormale Handzahnbürste. Was ich schön finde, also wenn einem jetzt die Becher nicht gefallen, man kann die ja auch ruhig durch ein Glas ersetzen, wenn das Geschmackssache. Aber durch die Tragkraft ist das möglich. Aber jetzt schauen wir mal auf pearl.de, was der reguläre Preis wäre. 10 Euro, ja, und den haben wir gerade noch mal halbiert. Und Sie dürfen auch hier gilt auch unsere goldene Regel, sogar bis zu 5-mal zugreifen. Das gilt eigentlich bei all unseren Produkten, es sei denn, wir sagen was anderes. Ja. Und hier steht übrigens unser Tipp, ab und zu in den Geschirrspüler packen, dann glänzt der Stahl wie am ersten Tag. Ja. Also wenn der große Badreiniger dran ist, dann wirfst du auch die Halterung mal in die Geschirrspülmaschine und dann sieht es wieder aus wie neu. Wer kann das schon von sich behaupten, oder? Dass man mal eben so eine Zahnputzhalterung in die Geschirrspülmaschine reinpackt. Ich dachte, du willst nicht mal in die Geschirrspülmaschine werfen, dass du aussiehst wie neu. wäre auch ein nettes, ich glaube, das wäre eine Marktlücke. Es gibt ja welche, die garen ihren Lachs beispielsweise, ihren Fisch in der Geschirrspülmaschine. Okay, gut. Ja. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Das ist die NX9051 und die 569. Und wie gesagt, gerne auch mehrfach bestellen fürs Wohnmobil, wie wir gerade gehört haben. Oder auch, wenn man eben zwei im Bad, ja, beim Mehrpersonenhaushalt reichen ja zwei Becher nicht. Machst du zwei nebeneinander. Ja. Ja, und dann hat jeder seinen eigenen Zahnputzbecher.
Also toll für 5 Euro. Schöne Fliese, oder? Würde ich auch nicht reinbohren. Nee, die schwarze war ja, wunderschön. Sehr schön. Ja. Kann man das auch noch kaputt machen. So. So, meine Damen. Ich bin ja so aufgeregt. Ja. Ja. Spannend, ne? So, was haben wir jetzt hier? Einen Scheibenenteiser. Ja, du hast versuchst wie blöd und überall ausverkauft. Hey, ja. Als es hier vor, war das vor Weihnachten? Oder war das schon in diesem Jahr? Irgendwann nee, hast das du hier war so vor Weihnachten. Das war vor Weihnachten, ja. Oder? Wo es hier so minus Anfang 10, Dezember. Minus 12 Grad oder was hatte. Oder war das Auto natürlich jeden Morgen entsprechend eingefroren? Oh, ja. Die ersten ein, zwei Tage habe ich noch gekratzt. Heute. Und das ist, glaube ich, etwas, was also wirklich keinem Spaß macht. Es rechnet morgens um die Uhrzeit. Ja, heute Morgen war wieder vereist. Ja. Heute Morgen war wieder vereist. Ja. Und dann fiel mir ein, Mensch, ich habe noch eine halbe Flasche Scheibenenteiser aus dem letzten Jahr. Habe ich noch irgendwo im Kofferraum rumfliegen. Und ich war so happy. Mal eben kurz zwei, drei Sprühstöße, mal eben auf die Scheibe. Eingestiegen, Scheibenwischer angemacht und die Scheibe war frei. Ja. Ist natürlich wesentlich angenehmer, geht wesentlich schneller und ist wesentlich besser jetzt hier von den Temperaturen her, allein für die Hände und so weiter, wenn man das vielleicht mal mit einem vernünftigen Scheibenenteiser macht. Jetzt sind das 500 Milliliter, schützt vor Wiedervereisung, das kommt ja auch noch oben drauf. Mhm. Ja, nur weil du das jetzt an einem Morgen mal benutzt hast, ist ja am nächsten Tag die Scheibe dann wieder entsprechend vereist. Hier wird die Scheibe quasi so ein bisschen abgeglättet, dass sich so diese Eiskristalle nicht mehr so fest anhaften können. Vielleicht reicht dann am nächsten Morgen auch ganz einfach mal eben schnell im Scheibenwischer drüber zu gehen. Und es sorgt für eine blendfreie Sicht, was ja immer ein bisschen schwierig ist. Wenn man kratzt, hat man immer noch so ein paar Streifen von dem Eis oder was drauf. Da finde ich es immer etwas schwierig. So richtig sauber kriegst du die Scheibe eigentlich nie. Damit hast du ganz einfach mal eine schnelle und vernünftig ausgereinigte Scheibe, also auch bei Temperaturen unter 0 Grad. Und Anfang Januar haben ja viele gedacht, ja, der Winter wird schon rum sein. Ich glaube es aber nicht. Da steht uns noch ein wirklich kalter Februar, wenn es sein muss, auch Anfang März bevor. Und bevor man dann morgens am Auto steht und lange kratzen muss, einfach mit dem Eiserspray über die Windschutzscheibe kurz einwirken lassen und dann den Scheibenwischer drüber. Und dann ist die Scheibe eben frei und ist dann auch erstmal vor Vereisung, vor neuer Vereisung. Ja, ja. Geschützt. Ja, ja. Also auch das präventiv. Ich finde es klasse. Bestellen Sie es, kommt in wenigen Tagen zu Ihnen. Das geht eigentlich ruckzuck. Und dann, auch wenn Sie sich heute Morgen zum Beispiel geärgert haben, weil Sie am Auto gestanden haben und die Windschutzscheibe freikratzen mussten, das hier ist, glaube ich, die wirklich einfachste Alternative. Ja, und auch der Preis. Also ich habe für meins fast 10 Euro gezahlt. Das war echt sehr teuer. Und jetzt hier für 5 Euro, Das war aber ein sehr heiß begehrter Artikel. Ja? Also ich bin durch mindestens 3 Supermärkte gelaufen. Und habe also definitiv keine Chance gehabt, noch irgendwo eine Flasche zu ergattern, als es hier bei uns so kalt war. Jetzt bin ich froh, dass wir hier sowas im Programm haben. Ja, und schau dir das an. Wir haben 5 von 5 Sternen bekommen. Und rund, was steht da, 90? Von über 90% der Käufer als ausgezeichnet bewertet. Mhm. Das sind alle die knallroten und kribbeligen Finger hatten, als sie fertig waren mit dem Scheibenkratzer. So. Von mir aus. Kannst mit so einem Utensil im Auto gerne mal kalt werden. Ja, natürlich, dann ist es halt, kalt ist immer schlimm, aber da ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil man eben nicht kratzen muss. So, jetzt haben wir, wir bleiben ein bisschen beim Reinigen, allerdings nicht im Auto. Oh, das kann ich direkt gebrauchen. Moment, warte. Ja, es ist eine selbstreinige Antifusselbürste für Textilien mit Schmutzauffangbehälter. Hier wird also alles aufgefangen und vor allem, kennt ihr alle diese Kleberoller? Ja, na klar. Ja. Was ich da schlimm finde, ist, wenn die eine Umbrandung mal voll ist mit Fusseln und du willst die nächste Klebebahn rausholen. Oh, das Geknibbel, oder? Bis du den Anfang gefunden hast. Also ich finde es fürchterlich. Da ist das natürlich wesentlich einfacher. Und gerade für Tierbesitzer ein unbedingtes Muss. Ich glaube, jeder, der eine Katze hat, weiß, dass es Katzenhaare oder kein Kleidungsstück dann im Haushalt gibt ohne Katzenhaare. So, guck mal. Bist du fusselfrei? Fein gemacht jetzt, bitte? Bist du fusselfrei? Ich bin fusselfrei. Hier oben noch, oder? Rechte Schulter, ja. Rechte Schulter, hier, so. Da. Irgendwie, kennt ihr Heinz Sielmann? Heinz Sielmann? Er erinnert mich gerade an Heinz Sielmann. Heinz Sielmann hat früher tolle Tierdokumentationen gemacht. Ich weiß. Und da hat man immer so zwei Affen gesehen, die sich gegenseitig gelaust haben. An die habt ihr mich jetzt gerade... Oh ja, wir hören gerade von unserem Mobbingbeauftragten. Du möchtest gleich mal in sein Büro kommen. Ist okay. Nein, Quatsch. Aber die kannst du ja immer wieder verwenden hier. Richtig, und sie reinigt sich selber. Open. Und guck mal, da werden die Fusseln aufgefangen, ja? So, Moment. Richtig.
So einfach ist das. Oh, ich habe auch einige von dir. Ich sage Ihnen gleich mal die Bestellnummer. Das ist die PE 3717 und die 569. Und Christina aus Köln schreibt uns, sehr empfehlenswert. Ich habe eine sehr langhaarige Katze. Und mit dieser Bürste bekommt man die Haare überall weg. Also das, was ich gesagt habe. Oder Christoph aus Celle schreibt, die Bürste bietet eine sehr gute Aufnahme von Tierhaaren. Sie hat einen guten Reinigungsmechanismus, um die Haare wieder aus der Bürste zu entfernen. Da die Links-Rechts-Umschaltmöglichkeit ist sie sehr gut in der Benutzung, so, da man die Bürste handunabhängig benutzen kann. Sie ist daher auch für Linkshänder optimal zu nutzen. Eine klare Kaufempfehlung. Lass mich probieren. Moment, für Linkshänder? Ja, geht auch. Ja. Geht auch. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass man die Richtung, dass man die Drehrichtung verändern kann. Das ist ja klasse. So, ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer, die PE 3717 und die 569. Und für mich ein absolutes Muss für jeden, der Haustiere hat. Weil ich glaube, diese gerade die Katzenhaare, die sind ja so widerspenstig. Schwarze Pullover und eine Katze zu Hause. Ja, oder ein schwarzer Mantel. Zum Wahnsinn. Ja, oh. Ja, also alles, was irgendwie mit Wolle zu tun hat, verfusseln gerne mal. Wenn Sie Haustiere haben, wissen Sie, wovon wir reden. Aber auch so mal eben die Fussel wegmachen, ohne dass man eben diese lästigen Papierdinger da hat, die man dauernd wieder erneuern muss, ist bestimmt eine sehr, sehr gute Idee. Bis zu 5-mal zugreifen, liebe Zuschauer, dürfen Sie hier gerne. Das heißt, Sie können die ganze Familie ausstatten. Und jetzt wird es mal wieder ein bisschen Party-Style hier in der 5-Euro-Überraschung. Ja. Wir haben unseren Preisalarm. Und das heißt, hier kommt ein Artikel, der viel, viel hochpreisiger ist als 5 Euro. Wir haben ihn trotzdem reduziert, aber mit der Eingrenzung maximal ein Stück pro Besteller. So. Diana, meinst du, du kannst unfallfrei bleiben? Ich gebe dir. Und wenn ich mich nicht irre, ist das ein Keramikmesser. In der und Tat. Keramikmesser, ich habe Carsten davon überzeugt. Ja. Ich liebe Keramikmesser und Carsten war ja mal eine Weile bei mir und hat dann mit Keramikmessern gearbeitet, hat gesagt, muss er sich sofort holen. Habe ich auch. Aber du hast mehr als 5 Euro bezahlt. Ja, für Keramikmesser kannst du ein Heidengeld ausgeben. Ja. Ja, weil die Leute natürlich auch wissen, die sowas herstellen oder verkaufen, dass so etwas sehr, sehr langlebig ist im Vergleich zu den meisten Edelstahlmessern. Die werden deutlich schneller stumpf und sind dann auch recht schnell mal hinüber. So ein Keramikmesser, wenn du es vernünftig behandelst, vorsichtig bitte, dann haben Sie da sicherlich länger was von und die sind deutlich länger scharf als jedes Edelstahlmesser, das ich. Und mittlerweile kannst du die auch zu Hause wieder selber schleifen. Es gibt dementsprechend Schleifsteine, die das einfach machen. Ja. Aber die Schärfe ist unglaublich. Es ist auch sehr hygienisch, weil es leicht zu reinigen ist. Aber eine kleine Anekdote hört sich vielleicht ein bisschen wild an, war aber halb so wild. Ich mache mir sehr oft frische Salate. Und dann habe ich, als ich am Anfang Keramikmesser hatte, habe ich mir rote Paprika in Würfel geschnitten. Ja? Ja, ja. Und plötzlich wurde es da überall nass. Und ich habe gedacht, was ist das? Es war auch rot, aber es war nicht von der Paprika. Ich habe mir in den Finger geschnitten. Ja? Und zwar, ich habe es gar nicht gemerkt, so scharf sind die Messer. Also ein bisschen Vorsicht, aber die sind ultra scharf, ultra schick, bleiben auch sauber und bleiben sehr, sehr lange scharf. Also meine absolute Kaufempfehlung in die Küche, Keramikmesser. Ich finde das klasse. Die meisten Keramikmesser sind deutlich kleiner, die ich so kenne. Auch meins ist ein paar Zentimeter kleiner. Ich guck mal, ich weiß gar nicht, wie lang meins ist. Aber hier reden wir von 15,5 cm Klinge. Das Ganze auch noch in der Farbgebung. Schwarz. Danke. Und das hat man auch in Mönchengladbach erkannt. Bei dem Artikel handelt es sich um ein Keramikmesser. Sehr gut beobachtet. Ich liebe schon seit Jahren die extreme Schärfe der Messer. Und werde sie auch weiterhin benutzen und empfehlen. Liebe Grüße nach Mönchengladbach an den Dieter. Und der Gerd aus Klötze OT Kunrau. Das steht hier so. Das Produkt ist sehr gut. Wir benutzen es seit längerem und haben es jetzt den Verwandten empfohlen und es für sie bestellt. Ja. Es ist aber wirklich klasse. Und liegt super in der Hand durch diese. Du, es ist oftmals so, dass du da nur durch Empfehlung draufkommst. Viele schwören auf Stahlmesser. Ja, die sind ja auch gut. Aber wenn man dann einmal ein Keramikmesser hatte. Carsten, soll ich dir mal beweisen, wie scharf das ist? Gibst du mir mal einen Finger von dir, bitte? Nein, das Blatt Papier. Gib mir mal das Blatt Papier, ja? Und das hat mir mal ein Sternekoch gesagt, wenn du, auch bei Stahlmessern, wenn sie schauen wollen, ob scharf ist, einfach Papier schneiden, ja? Und wenn ich das jetzt richtig mache, dann wird's, sehen Sie das? Sehen Sie das? Das ist wie Zorro, ja? Ja, wenn, das siehst du, das ist durch wie Butter. Und so erkennt man scharfe Messer. Bitte nicht mit dem Finger schauen, ob scharf ist. Das hat nämlich Diana mal gemacht, dann hatten wir auch eine kleine Blutlache. Ja, also die sind ultra scharf und mein Tipp für Ihre Küche und vor allem für diesen Preis schlagen Sie jetzt sofort zu. Jetzt habe ich dir den Zettel geklaut. Die Bestellnummer ist die NC2889 und die 569. Aber das war, glaube ich, überzeugend, oder? Also in der Tat, mich hast du überzeugt. Mich hast du schon vor vielen Monaten überzeugt. Und für den zweiten Test bekomme ich jetzt deinen Finger. Nein. So, was kostet sowas bei Pöll.de?
knapp 11 Euro für ein Keramikmesser. Meins hat, glaube ich, um die 30 gekostet. 25, 28, 28 30 Euro sowas, glaube ich, in den Dreh. Es gab die mal als Prämien. Es gab die mal als Prämien im Discounter. Da musstest du, was weiß ich, wie viel, 37.000 Treuepunkte irgendwo reinkleben. Und dann kriegst du so ein Keramikmesser. Und dann musstest du aber auch noch 5 Euro extra dazu zahlen. Ja. Also hier ohne Rabattpunkte für 5 Euro. Aber denken Sie dran, es ist der Preisalarm. Maximal einer pro Besteller, ein Messer pro Besteller. Aber zum Ausprobieren ist das genau richtig. Großartig. Also ein echt schönes Teil. Dann noch in Schwarz. Die meisten, die ich kenne, sind weiß. Also wirklich mal ein sehr, sehr schönes Teil. So, noch mehr scharfe Sachen. Dankeschön. Oder Schmuck. Jetzt wird's hell. Ein bisschen schwer. Hell wird's jetzt. Ja. Oh, ui. Die ist aber knuffig hier. Guck mal hier, Taschen. Nee, ist das eine normale Taschenlampe? Nein, es ist keine normale, das können wir wirklich sagen. Es ist eine UV-Licht-Taschenlampe und ein Geldscheinprüfer. Insgesamt 21 LEDs sorgen für dieses Blaulicht. Und das ist einmal, um Sauberkeit zum Beispiel zu überprüfen, aber auch um Geldscheine zu überprüfen. Geldscheine sind aus Baumwolle zum großen Teil, das wissen Sie. Und da sind überall Farbpartikel mit gewoben, gesponnen, gelegt. Und die sieht man nur unter Blaulicht. Und da kann man sie sichtbar machen, weil das ist eines der, ich glaube, fast nicht Merkmale, die man fast nicht fälschen kann. Und wenn Sie dann diese Farbpartikel finden, wissen Sie, der Schein ist echt. Man sieht auch das Hologramm besser. Aber was ich noch interessanter finde, man kann mit diesem Blaulicht wirklich auch mal, Sauberkeit überprüfen. Auf Bettlaken, Toilettenschüsseln, Waschbecken oder Ähnlichem. Traue ich mich jetzt mal gerade? Schaust du, ob jetzt dein Pulli sauber ist? Oder ob da irgendwelche Flecken drauf sind? Ich habe mir gerade entfusselt, aber auch hier. Ich behaupte, der ist sauber. Es gab früher, kannst du dich erinnern, der ist frisch gewaschen. Carsten, kannst du dich erinnern, 80er Jahre Diskothek, Blaulichtpartys? Ja, ja, natürlich. Wieder alles, das hat immer geleuchtet. Und wenn du so einen Abdeckstift für Pickel hattest, was damals in dem Alter völlig normal war, warst du in dem Moment echt gekniffen. Und wo das auch verwendet wird, man sieht oft mal im Fernsehen Hoteltester unterwegs. Mit sowas kann man wirklich Sauberkeit überprüfen, weil man dann eben gewisse Flecken doch wieder sichtbar macht, die sonst unsichtbar bleiben. Und also ich finde es aber auch schön für zu Hause, sich selber mal zu kontrollieren, wie gut hat man denn gereinigt. Ja, genau, wie ist der hygienische Ansatz und so weiter, das macht schon ohne weiteres Sinn. Ich muss gerade die ganze Zeit an so Fernsehsendungen denken, wie so CSI und sowas, so Forensik. Achso, wenn Sie da also auch mal testen und gucken und machen mit Blaulicht und so weiter. Blutspritzer. Ja, so alles, Blutspritzer oder sind Geldscheine. Und wie heißt das, was Sie sprühen? Luminol? Luminol, irgendwie sowas. Ja. Und dann siehst du das, Blutspritzer des letzten Mordes. Siehst du auf einmal alles, was da passiert ist. Ich hoffe, wir sehen das nie zu Hause. Also das brauchen wir nicht. Aber genau, wer es war und warum. Aber ich finde es interessant, auch mal um Geldscheine zu überprüfen. Ich sage Ihnen die Bestellnummer für unsere 2-in-1 UV-Taschenlampe. Es ist die NC5996 und die 569. Der Preis auch hier gerade mal 5 Euro. Und ich kenne so Geldscheinprüfer, wo du Geldscheine drunter legst, auch mit diesem UV-Licht. Ja, die kosten 20, 30 Euro. Ja? Nur der Geldscheinprüfer. Kennst du diese Stifte? Ach so, wo sie drüber fahren. Ich glaube auch, die verfärben sich, glaube ich, auch, wenn der Schein nicht echt ist. Ich weiß nicht, ich habe das nur mal in einem Discounter gesehen. Das ist ja umständlich. Da mal lieber aufs Knöpfchen drücken, mal eben kurz drüber schauen. Gerade der 50-Euro-Schein ist, glaube ich, einer der häufigsten gefälschten Geldscheine der Welt. Ich glaube, neben einem Dollarschein. Ich glaube, 100 Dollar werden auch gerne mal gefälscht. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich habe zum Glück noch nie in meinem Leben Falschgeld gehabt. Doch, habe ich schon. Ehrlich? Habe ich schon, ja. Wie hast du es gemacht? Wie hast du es gedruckt? Mit dem Farbdrucker? Mein Vater hat die beim Keller gemacht. Der kam immer nicht. Ah ja, okay, gut. Das war nur ein Spaß. War ein Spaß. Achso, die Kripo steht vor der Tür. Ich komme gleich. Sekunde. Nein, Moment. So. Was haben wir jetzt hier? Ein Haftnotizspender. Mhm. Der, guck mal hier. Kannst du Haftnotizen spenden? Du, aber gerade für Schüler ist das oder für Leseratten auch, ist das wirklich toll, um wichtige Stellen zu kennzeichnen. Dann haben wir aber auch diese Haftnotizzettel, wo du dir selber Erinnerungen irgendwo hinkleben kannst oder eine Einkaufsliste machen. Also ich finde das sehr, sehr praktisch. Ist auch sehr praktisch. Ich weiß noch, in meiner Ausbildung, ich habe ja die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht und da musste ich auch einige lateinische Arztbücher durchlesen. Und das waren meistens so richtig dicke Klopper und da musste ich mir auch immer ganz viele Haftnotizen reinkleben. Einfach zum Merken und zum Lernen. Also da, auch dafür ist es richtig klasse. Für die Schule, für die Uni, aber natürlich auch so im Alltag. Ich habe die Dinger in meinem Standardordner, meinem Aktuellordner. Ja. Da habe ich so eine Rubrik für alles, was mit Versicherung zu tun hat, eine andere Rubrik für alles, was mit Banken zu tun hat, wieder eine Rubrik für
für meine Wohnung, Mietvertrag. Ach, und hier. Das trennst du mit den Farben? Und das trenne ich ganz einfach mit den Farben. Ach so, ja, dann hat man gleich im ersten Griff, weiß man, wo man hin muss. Ich glaube, es ist vielfältig einwendbar. Dann hier die kleinen Haftzettel, kleine Notizen an den Partner, wenn man sich verpasst zum Beispiel, oder sich selber als Erinnerung so auf dem Bildschirmmonitor oben drauf, was man auf keinen Fall vergessen vorne darf. Vorne an die Tür. Ja. Vorne an die Tür, ja. Nimm den Müll mit runter. Oder ein Kühlschrank, so ein Schild mit Finger weg. Ja, geht auch. Also ich finde das toll. Ich denke jetzt mal, im Bürofachmarkt kostet sowas mit Sicherheit 10 Euro, werde ich jetzt geschätzt. Weil das sind ja die Haftnotizen und die Zettel sind dabei. Wir haben übrigens gleich auch noch Material zum Nachfüllen. Weil wenn man jetzt wirklich im Studium oder in der Ausbildung ist, werden solche Notizzettel natürlich schnell leer sein. Ja. Deshalb können wir es gleich noch nachfüllen. Aber 5 Euro hier für die Grundausstattung? Kann man echt nicht meckern. Notizzettel und Haftstreifen braucht man überall und so ein Spender hilft. Man kann sich schnell abziehen und dran heften, wo gewünscht. Klasse Idee, sehe ich ganz genauso, sagt Julia aus Jena. Und als Gedankenstütze und Markierung wichtiger Passagen in Texten, Seiten und so weiter, einfach spitze, sagt die Pia aus Neppermin. Ja? Das Gerät ersetzt 2 große Blöcke auf dem Schreibtisch auf einmal, platzsparend und praktisch. Dazu noch ein Hinschauer für Mitarbeiter. Und Diana ist gerade kreativ tätig, guck mal. Ich glaube, das bist du. Also die Haare erinnern mich gerade an dich. Guck mal da, schau mal im Monitor. Achso, du siehst nicht im Monitor. Ja. Also, natürlich auch hier, wenn es ein bisschen langweilig ist. Aber ich finde das sehr hilfreich, gerade auch, wenn man eben am Lernen, am Studieren ist, um wichtige Stellen zu markieren. Ja, definitiv. Das Gleiche gibt es natürlich im Moment. Ganz kurz, Bestellnummer hierfür für den Spender mit der ersten Grundausstattung ist die SD3382 und die 569, ein 10 Meter Rolle und 80 Index Haftstreifen. Das bin ich. Das bist du. Das bin ich. Eindeutig. Ja, ganz klar. Ganz klar. Auch von der Gesichtsfarbe her, es trifft. Weißt du, an was mich das erinnert? An den Baseball von Tom Hanks, also allein auf der Insel. An Wilson. Wilson, genau. Ja, stimmt. Also der hatte doch auch diese. Genau. Die Hand drauf und so weiter. Unser Wilson. So, unser ganz persönlicher Wilson. Das 4er Nachfüllset übrigens für den Haftnotizspender natürlich genau passend dafür. Hat die NC9798 und die 569. Das sind jeweils 5 Euro, ne? Nee, ihr müsst dazu nichts sagen. Ist okay. Aber jeweils. Jeweils. Ja, jetzt also. So, war auch eigentlich mehr so laut gedacht. So, Nachfüllset. Also, Büro haben wir jetzt auch ausgestattet. Jetzt machen wir weiter. Ich glaube, für Schüler und Studenten ist das ein Muss mit diesen farbigen Markierungen. Weil das hilft dir ungemein. Bitteschön. Dankeschön. Vielen Dank. Du, und oftmals hast du ja richtig teure Bücher. Und wenn du das mit einem Leuchtmarker machst, hast du ja. Die Bücher sind versaut, ja? Oder mal neben dem Rechner, also auf den Monitor. Zack, zack, zack. Oh, ich sehe ein schwarzes Deckchen. Jetzt haben wir hier etwas aus unserem aktuellen Programm und da ein Bestseller, das kann ich Ihnen sagen. Es ist eine sogenannte randlose Vergrößerungsbrille, die für Hobby bestens geeignet ist, aber auch für das Arbeiten am PC. Weil die hat jetzt nicht nur 1,6-fache Vergrößerung, also alles wird größer vor Ihren Augen, sondern auch einen Blaulichtfilter. Und Blaulichtfilter ist ganz, ganz wichtig, wenn man viel am Monitor arbeitet. Ja, das ist richtig. Man weiß ja das, oder das ist ja mittlerweile, glaube ich, vor allem hinlänglich bekannt, dass eben so ein Bildschirmarbeiten, gerade so zu späterer Stunde am Abend oder wenn du jetzt im Bett von mir ist, nochmal auf dein Smartphone schaust oder mal ins Tablet schaust und so weiter, die Bildung von Melatonin ein Stück weit unterbinden soll, was der Körper natürlich produziert, ist ein ganz sensibles Gebilde. Und wenn man da zu lange auf so einen Bildschirm schaut, dann hat man Schwierigkeiten, mitunter einzuschlafen. Kenne ich aus persönlicher Erfahrung, deswegen versuche ich das weitestgehend zu vermeiden. Aber das hier nimmt dieses Blaulicht oder dieses Licht ganz einfach aus dieser Bildschirmgeschichte heraus. Und ich denke, das ist nicht nur abends zum Einschlafen interessante Angelegenheit, sondern den ganzen Tag über. Und ich bin also auch mal froh, wenn ich mal eine Brille habe, die mal etwas vergrößert. Und ich muss schon zugeben, die ist schon klasse. Wie vielfach vergrößert die denn? 1,6. Also 1,6. Das wäre ein Computereinstellung, Schriftgröße 160%. Ja? Das ist schon mächtig, das können wir sagen. Wow. Detlef aus Weisenberg schreibt, eine gute Schutzbrille mit gleichzeitiger Detailvergrößerung. Und die Katrin aus Aschersleben schreibt uns, kleine Dinge ganz fix vergrößern. Sehr praktisch auch bei Bastel- und Näharbeiten. Oh, ich glaube, das, was du jetzt gerade gezeigt hast, wenn ihr eure Nägel frisch macht. Wunderbar. Sieht man das auch mehr im Detail, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Sehe ich richtig deutlich.
Das ist super, so eine Brille mal zu Hause cool, zu ne? haben. Ja. Schon sehr cool. Und jetzt muss ich noch mal sagen, das ist einer unserer Bestseller aus dem regulären Programm. Und jetzt haben wir trotzdem für Sie in der 5-Euro-Show. Und Sie bezahlen natürlich auch nur 5 Euro jetzt. Und eine letzte Zuschrift möchte ich noch vorlesen. Die Carla aus Neuss schreibt, die Brille ist für jede Gelegenheit zu gebrauchen. Jedenfalls für Kleingedrucktes und zum Nähen und Vergrößern am PC. Oh, jetzt wo sie sagt, Kleingedrucktes. Also wenn ich mal so ein Beipackzettel von Medikamenten lesen muss. Das kannst du nicht. Wer soll denn sowas lesen können? Keine Chance, da irgendwas zu erkennen. Das ist Schriftgröße 2 oder so. 0,2. Ja, also man sieht, dass da irgendwas ist, aber das könnte noch nicht mal die Sprache erkennen. So, die Bestellnummer für unsere randlose Vergrößerungsbrille ist die NX8386 und die 569. Und nochmal der Blaulichtfilter, den finde ich ganz wichtig. Es gibt reine Blaulichtfilterbrillen, die kosten schon 10 oder teilweise sogar 20 Euro. Ja, das ist hier einfach mit dabei. Ja, schönes Modell. Sitzt angenehm, wichtig. Super. So. Dankeschön. Dankeschön. Ei, was ist das denn? Das neue. Kerze. Ein ultrapraktischer Flaschenöffner. Was? Push to open. Wären Sie jetzt auf Flaschenöffner gekommen? Das habe ich aber auch noch nie gesehen. Ich dachte, das ist eine Kerze. Also sieht interessant aus. Okay, jetzt. Also push to open steht hier. Kapselheber. Das ist eine unglaubliche Technik. Also wenn du da jetzt einen Finger ganz langsam mal reinsteckst, merkst du das, dann bewegt sich der Kapselheber. Jetzt gehst du hier über einen Kronkorken und drückst es einfach runter und der Kronkorken löst sich. Was? Habe ich jetzt nicht verstanden. Schau mal, hier kommt die Flasche rein, so wie wir es gerade auf dem Bild gesehen haben. Ja. Und in dem Moment, ich mache es jetzt nicht, weil sonst an meinem Finger, wenn du drauf drückst, wird durch die Technologie der Kronkorken angehoben. Ach so, ist ja super. Du brauchst also keine Bewegung machen, sondern einfach nur runterdrücken und wieder hoch und der Kronkorken ist gelöst. Stecken Sie den Push-Up-Öffner einfach auf die Flasche und drücken Sie ihn runter. Also man sieht es auch, wenn man hier genau hinschaut, kann man die Technik erkennen, wenn man da langsam mit dem Finger mal runter macht. Und du hörst es auch, Achtung. Hörst du es? Das ist es. Ja, dieses Klack. Dieser Moment, da wird der Kronkorken gelöst. Da wird die Flasche entflöppt. Aber wirklich noch nie gesehen. Einfach genial, sagt der Adrian aus Linz. Seit wir dieses Ding haben, trinken wir viel mehr aus Glasflaschen. Auch wenn Besuch kommt, ist das Teil ein kleiner Hingucker und sorgt für Gesprächsstoff. Der Mechanismus im Inneren ist recht simpel aufgebaut. Es ist verwunderlich, dass nicht jeder bereits so einen Flaschenöffner im Haus hat. Ja, jeder kennt diesen klassischen Flaschenöffner, zum seitlich aufmachen, aber dann hat man mitunter auch das Problem, dass dieser Kronkorken ganz einfach verbogen ist und wenn man die Flasche dann vielleicht einfach mal wieder zwischendurch mal zumachen möchte, geht das so ohne weiteres nicht. Damit bleibt er gerade und die Flasche lässt sich ganz einfach wieder mit dem Korken versiegeln, was heißt versiegeln, nicht, aber zumachen. Das Beste daran sind die unbeschädigten Kronkorken, die sich jetzt zum vielfachen Basteln und Gestalten eignen, weiß die Sandra aus Wolfsburg zu schätzen. Und der Robert aus Kühlsheim sagt noch, bei dem Öffner handelt es sich um ein echt tolles Produkt, welches im ersten Moment ein fragendes Gesicht beim Erstanwender zaubert. Wirklich tolle und gleichzeitig kostengünstige Geschenkidee, dann noch nicht so bekannt, überraschte Gesichter garantiert. Ich kannte den Artikel auch nicht. Eben, dann noch nicht so bekannt. Ich habe es noch nie gesehen. Das war eine TV-Neuheit. Ja, auch eine TV-Neuheit, aber für mich auch eine Weltneuheit, für mich persönlich. Ich habe so einen Flaschenöffner wirklich noch nie in meinem Leben gesehen. Nee. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich finde es interessant, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich allein immer neugierig bin nach neuen Techniken und das ist was Neues. Also Kronkorken drauf, runter und der Korken ist gerade und ist gelöst. Ja, das haben wir hier. Stabiles Metallgehäuse, praktischer Einhandmechanismus und ein schickes Feuerrot-Metallic. Auch das darf man nicht vergessen. Aber wie gesagt, kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Die Flaschenöffner, klar, logischerweise, die Kapselheber und so weiter. Ich hätte so Lust, das auszuprobieren. Schade, dass man keine Flasche mit Kronkorken hat. Ja, jetzt mal so. Werden wir nachher mal probieren irgendwo. Ja. Heute Abend. Oder Feierabend? Limonade. Oh, Feierabendbier. Ja, Feierabendlimonade. Also, holen Sie sich's, probieren Sie es auch mal aus. Wir werden es jetzt auch gleich machen. Vielleicht hat sie es auch so neugierig gemacht wie uns. Ich finde es ein tolles Produkt. Ja. So, jetzt machen wir noch die Bestellnummer, richtig? Das ist die NC3073 und die 569. Die NC3073 für unseren ultrapraktischen Flaschenöffner, den Push-to-Open-Kapselheber. Und das war sie auch schon, unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Ich denke, es war auch für Sie was Passendes dabei. Viel Spaß im weiteren Programm.